gerne mal Bescheid. Währenddessen mache ich noch die obligatorische kurze Intro, Finn, und dann ist die ganze Bühne auch deine, keine Sorge. Okay. Genau, wie gesagt, die letzte der 5 Wochen, die letzte Veranstaltung diese Woche geht es ja komplett darum, was man eigentlich alles in komplexen E-Commerce-Strukturen auf Shopify machen kann, vor allem bei größeren Shops, wenn man skalieren möchte, wenn man internationalisieren möchte. Darum ging es diese Woche. Wer ist bisher noch verpasst haben sollte, die letzten Folgen, sie werden langsam Stück für Stück auch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen. Aber genau, das also dazu. Wir haben Anfang der Woche ein bisschen uns mit dem Thema Shopify Plus auseinandergesetzt, mit Headless Commerce, mit verschiedensten Strukturen. Gestern war Obanara zu Gast und heute eben der krönende Abschluss, Grand Finale mit Finn von Wei. Genau. Es geht runter wie Öl. Genau, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht hier zu sehr mich einschleime bei dir. wie gesagt, jetzt... Die nächste Website kommt bestimmt. genau. Wenn ihr Fragen habt an Finn, auch vielleicht in den anderen Podcasts das gehört habt, in Artikeln gelesen, dann stellt gerne natürlich alle Fragen. Die Idee ist, dass hier ein reger Austausch stattfindet, dass ihr hier Fragen stellen könnt. Deswegen machen wir das Ganze ja auch live und deswegen haben wir auch Finn reingeholt, um eben so einen Austausch zu kriegen. Er wird gleich mal so eine Intro machen, aber wenn ihr Fragen habt, gibt es die Möglichkeit in dem Chat und aber auch dann eben in diesem Fragenportal. Das ist nochmal ganz wichtig. An dieser Stelle kurz nochmal zu mir, falls mich wer nicht kennen sollte. Ich bin Adrian Piekser, ich bin Shopify-Experte bei der Agentur Tante.E. Wir bauen, optimieren und helfen bei der Migration von Shopify-Shops beziehungsweise von Shops zu Shopify. Genau, aber der Mann der Stunde eben, Finn. Finn, wenn du nichts dagegen hast, es gibt dieses im Tool hier so eine Möglichkeit, Umfragen zu stellen. Deswegen würde ich ganz gerne mal fragen, wie viele Leute eigentlich schon mal von Wei gehört haben. Wenn es dir nichts ausmacht, ja? Dann starte ich. Also das Problem ist, ich kann halt nicht sehen, weil ich gerade meine eigene Präsentation auf Vollbild habe. Also ist okay, von daher, wenn Fragen im Chat kommen, unterbrich mich einfach. Oder wenn du Ergebnisse hast, aber grundsätzlich frag gern alles. Frag, ob die Leute Wei kennen, ob sie Sanity Group kennen, ob sie wen auch immer kennen. Würde mich natürlich sehr interessieren, darfst du alles, aber ich sehe halt die Ergebnisse nicht live. Also von daher sagt sie ruhig dann, wenn sie reinkommt. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich werde mit den Fragen, werden wir es typischerweise so haben, dass wir am Ende dann einfach in Ruhe nochmal so eine Fragensession machen und ich die dann so ein bisschen bündel und dann an dich auch übergebe. Hier kurz jetzt mal so, während die ganzen Ergebnisse eintrudeln und die werden immer noch Stück für Stück, kommen sie rein, aber mehr als die Hälfte auf jeden Fall, 61% kennt Wei schon. Also, insofern vielleicht nicht ganz repräsentativ für den Rest Deutschlands, aber zumindest was dich als Gründer natürlich schmeicheln wird. Jetzt frage mal Henne und Ei, oder? Kommen die Leute in den Chat, weil sie Wei eh kannten, kommen die Leute ins Webinar, weil sie Wei eh kannten und dementsprechend so ein Bias towards Wei ist, oder ist es wirklich repräsentativ und tatsächlich kennen deutlich mehr Leute uns, als wir dachten. Also kann ja, beides sein, aber sehr, sehr schmeichelnd. Hast du noch 40%, die du überzeugen kannst jetzt. Immerhin. Genau. Also insofern. Und dann die nächste Frage auch, weil es ja so sich um CBD-Produkte handeln wird, auch nochmal die Frage, ob ihr schon mal CBD-Produkte probiert habt. Es muss gar nicht Wei sein, sondern es können ja auch natürlich andere sein, aber hier dann auch nochmal die Umfrage, einfach vielleicht ein ganz guter Einstieg da rein. Das interessiert mich natürlich auch sehr. Ja. Da gucken wir mal. Das wird jetzt so ein bisschen immer Stück für Stück erstmal reintrudeln. Deswegen, wer ist euer größter Konkurrent oder sagst du da gleich noch was zu? Sage ich jetzt in der Präsentation nicht, kann ich da jetzt kurz sagen. Also wir haben, würde ich mal sagen, 4 Konkurrenten in Deutschland, die relevant sind. Das eine ist Nordic Oil, auch eine Online-Only-Company, beziehungsweise wir sind ja gar nicht Online-Only nur mehr, aber die sind zumindest Online-Only, sitzen in München. Das ist so der Platzhirsch, der auch schon ein bisschen älter ist. Danach kommen eigentlich, denke ich mal, fast schon wir. Es ist aber schwer zu sagen, gerade weil es natürlich keine Marktdaten gibt, außer jetzt Google Trends. Auf die komme ich nachher nochmal zu. Dann gibt es noch CBD Vital, dann gibt es noch Canobo und dann gibt es noch Limucan. Und das würde ich mal sagen, sind so die 4, 5 großen deutschen Brands im Wettbewerb. Also das sind die, mit denen wir uns auch, sage ich mal, messen. Ja, cool. Sind wir auch nachher bei Google Trends. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 61% haben es tatsächlich noch nicht probiert. Das heißt, du hast hier einerseits 40% der Leute, genau, 40% der Leute, die du von Wei überzeugen kannst und nochmal 63% sogar mittlerweile der Leute, die noch nicht CBD-Produkte probiert haben. In dem Sinne, wenn Interesse da ist, kann ich auch gerne nochmal einen Gutschein rausfeuern, sogar unseren höchsten, weil mir auch gerade kein anderer einfällt. Also das können wir gerne am Ende. Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. Schicke ich es nochmal in den Chat auf jeden Fall. Sehr gut, dann ist auch ein Anreiz, dass Leute wirklich bis zum Ende bleiben. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, bleibt bis zum Ende da, denn dann gibt es nämlich den höchsten Gutschein, den Wei bisher auf dem Markt herausgibt. Also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben, wenn nicht für den Inhalt, dann wenigstens für den Gutschein. In dem Sinne würde ich sagen, schalte ich jetzt mal meine Kamera und mein Mikro ab und schalte mich dann einfach gleich am Ende der Präsentation wieder. Man sieht jetzt schon deinen Screen. Cool.
Man sieht noch dieses von Google wahrscheinlich dieses Freigabe beenden oder beziehungsweise nicht beenden, sondern das Ausblenden, genau. Ja. So, und jetzt halte ich auch meinen Mund und lasse dir die digitale Bühne finden. Ja, also erstmal vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Für mich ist es so ein bisschen, komme ich gleich auch noch zu, wenn ich sage, wer wir sind, ein bisschen back to the roots. Nachdem ich klassischer Berater war, kann ich eigentlich schon mal gleich aufs nächste Slide. Obwohl, nee, stopp, bevor ich über mich erzähle, ganz kurz nochmal zum Hintergrund. Was ist eigentlich Vai? Ja, also wenn die Leute gerade meinen Namen googeln, dann finden sie eigentlich immer zwei Sachen derzeit und viele fragen mich schon, ist es das gleiche Unternehmen, ist es verschieden, hast du zwei Projekte gleichzeitig, weil ich bin ja auch ohnehin ein bisschen umtriebig, ich habe ja auch noch eine Brauerei nebenbei, aber nein, tatsächlich, also die Firma, deren Geschäftsführer und Gründer ich bin, ist in erster Linie das, was ihr jetzt schon auf dem Screen seht, das ist die Sanity Group. Die Sanity Group ist halt ein holistischer Cannabis, eine holistische Cannabis-Company. Das heißt also, es ist nicht nur CBD, es ist nicht nur Consumer, es ist wirklich alles, was ihr euch heute legal, Ausrufezeichen, unter dem Thema Cannabis vorstellen könnt. Also wirklich von verschreibungspflichtigen Medizinalcannabis, was wirklich von Ärzten verschrieben wird als Betäubungsmittel mit THC, was in Apotheken dann abgeholt wird, auf Rezept, über CBD eben, wo dann Vai ins Spiel kommt, aber auch eben verschiedenen anderen Bereichen. Und wenn ihr mal so guckt, wir haben eigentlich dann eben genau diese Bereiche in drei Business Units aufgeteilt. Die medizinische Seite, wo wir auch, sage ich mal, Mediziner und Forscher haben, ist die Viamed Pharma. Worum es halt da geht, ist tatsächlich Forschung, Entwicklung, Studien, um Evidenzen zu beweisen Richtung Wirksamkeit von Cannabinoiden für verschiedene Indikationen. Das ist zum Beispiel sehr stark im Bereich Schmerz, aber auch im Bereich Schlafstörungen, im Bereich Appetitlosigkeit. Das ist sehr stark in der Krebstherapie, das ist sehr stark im Bereich Epilepsie und Tourette-Syndrom und tatsächlich auch sehr stark im Bereich eben Bluthochdruck und tatsächlich auch Migräne. Da sind also quasi nur ein paar der genannten Indikationen, wo halt Cannabis heute schon bewiesen und basierend auf klinischen Studien wirksam ist. Und das ist natürlich genau der Teil, wo Viamed drauf einzahlt. Wir haben dann irgendwann gesagt, und tatsächlich muss ich heute zugeben, das war eher ein Afterthought, wie man so schön auf Englisch sagt. Im Nachgang haben wir uns überlegt, Moment mal, also wenn wir schon Cannabis machen und Medical Cannabis machen und wirklich das komplette Wissen über Cannabis und Cannabinoide in der Firma haben, warum machen wir dann nicht auch ein Consumer-Produkt, was heute schon quasi möglich ist? Und haben halt dementsprechend als zweiten Schritt nach der Viamed uns überlegt, wir möchten eine CBD-Brand in den Markt bringen. Das ist die Vai. Und Vai ist tatsächlich das gesamte Entwickeln, Produzieren und auch das Marketing von CBD-Produkten. Das ist zum einen die CBD-Kosmetik, aber zum anderen auch eben die hanfbasierten Food-Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel und eben auch Lebensmittel. Und das ist das, worum es heute primär geht. Und was wir dann noch machen im Bereich New Business ist tatsächlich, weil halt eben auch Fabi und ich beide ursprünglich Tech-Gründer waren oder sind, dass wir auch tatsächlich schauen, was kann man im Bereich Digital machen, Digital Health, Technology, um halt quasi unser Kerngeschäft hier zu unterstützen. Und dementsprechend haben wir halt drei Säulen am Ende, aber heute soll es halt hauptsächlich um die mittlere Säule gehen. Gut, vielleicht ganz kurz vorweg, wer sind wir? Warum machen wir das eigentlich alles? Vielleicht kennen mich ja ein paar, vielleicht kennt Pabi ja ein paar. Also wir sind nicht ganz jung mehr in der Startup-Szene unterwegs. Ich selber war eigentlich Berater bei der Boston Consulting Group bis 2010, wurde dann auf die dunkle Seite der Macht gezogen, wie manche so sagen, zu Rocket Internet, habe dann dort in Australien quasi Geschäftsführerschaft von Rocket Internet übernommen, war irgendwann auch Geschäftsführer Rocket Internet Global, war aber immer Schwerpunkt Südostasien, also tatsächlich eben E-Commerce in Südostasien für Rocket aufgebaut. Damals als Geschäftsführer waren meine Modelle dort unten HelloFresh, das war damals noch Wimdu, ich muss kurz noch mal eine Sekunde nachdenken, wie die Firma noch hieß, weil es gibt's ja auch so gar nicht mehr. Aber eben auch Home24, was unten Dalani hieß, Westwing, was auch noch anders hieß, Sanui, was damals auch so Richtung Westwing ging und halt eben The Iconic, was halt dann zu meiner Hauptfirma wurde in Australien und da halt tatsächlich eben schon 2010, 2011 wirklich sehr, sehr stark E-Commerce geprägt. Dann halt danach ein paar andere Stationen gemacht, zuletzt jetzt CEO von Movinga gewesen, also weniger E-Commerce. Movinga ist eine Online-Umzugsplattform. Das ist eher eine Art Lead-Business, wie es vielleicht auch von Karubi oder Homebell oder Audi Bene oder verschiedenen Modellen kennt. Und jetzt eben tatsächlich durch Cannabis über die Hintertür back to the roots zu E-Commerce, nämlich Vai. Und Fabian, mein Mitgründer, den kenne ich schon aus Iconic-Zeiten. Der war damals mein Head of Marketing, als ich Gründer war. Hat dann in Berlin Locafox gegründet.
war auch lange Zeit bei Rocket Internet und jetzt zuletzt bei Kununu. Und bei uns beiden war eigentlich tatsächlich, wir haben 2018 überlegt, aber bei Kununu, ich war bei Moringa, wir müssen eigentlich nochmal was selber machen. Und interessanterweise haben wir beide eine Historie mit Cannabis. Das klingt jetzt immer witzig, aber ist tatsächlich so. Fabian, weil er über das Geschäftsmodell schon lange drüber nachgedacht hat. Ich persönlich, weil ich 2002, also jetzt fast 18 Jahre oder 20 Jahre, na, 18 Jahre ungefähr her, schon tatsächlich auch für die Legalisierung gekämpft habe, damals noch medizinisch, aber dann tatsächlich auch erweitert. Und ironischerweise, und das überrascht die meisten Leute immer, ich war Legalisierungsaktivist für Cannabis, allerdings auch Mitglied in der CDU. Das klingt für viele immer so wie, das geht ja gar nicht zusammen. Ich war immer ein sehr liberaler CDUler und habe mir da auch damals die Zähne dran ausgebissen, hat aber tatsächlich für sehr viel Presseecho damals schon 2002 gesorgt. Aber tatsächlich sehe auch selbst ich in der Partei, in der CDU, auch dort hat sich das jetzt relativ entspannt in den letzten Jahren. Genau, und die Idee, tatsächlich wieder was Eigenes zu machen, nachdem ich bei Moringa quasi eingesetzter Geschäftsführer war und der Fabian bei Kununu quasi Bereichsleiter, haben wir gesagt, nein, wir müssen nochmal was selber machen, wofür wir auch wirklich stehen. Und so kam halt die Idee damals zur Sanity Group und im zweiten Schritt dann eben auch direkt die Idee zu Vi. Was hat uns zu Vi gebracht? Vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Also das eine ist natürlich der Markt und wie toll der Markt ist und die Marktgröße. Zum einen aber auch, weil wir tatsächlich uns viel überlegt haben, was sind gerade globale Trends und wofür können wir eigentlich auch wirklich stehen. Und sowohl Fabi als auch ich waren halt in den letzten Jahren öfter mal getrennt voneinander für verschiedenste Dinge in den USA. Wir sahen dort den Trend. Ich habe mir das erste Mal schon, glaube ich, 2017 CBD-Sachen mitgenommen aus den USA nach Deutschland. Habe damals von meinem Orthopäden geraten bekommen, doch mal nach einem Halbmarathon, wenn ich Muskelkater habe, CBD zu nehmen, weil er hat dort sehr viel aus den USA gehört, die halt gute Erfahrungen damit machten. Ich laufe jedes Jahr den Berlin-Halbmarathon und habe dann damals schon vor der Gründung des Sanity Group CBD genommen danach. Hatte tatsächlich am nächsten Tag deutlich weniger Muskelkater, als ich normalerweise habe. Kevin, der wahrscheinlich auch hier im Webinar ist, der kennt das. Der war bei Moringa schon bei mir. Und der hat mich quasi immer nach diesem Halbmarathons immer humpeln sehen, tagelang. Und das war durch CBD das erste Mal nicht der Fall. Und dementsprechend ist es nicht nur eine Geschichte eines großen Marktes, sondern sicherlich auch eine Geschichte, wo ich persönlich hinterstehe, weil ich selber die Wirksamkeit von CBD für mich entdeckt habe. Wenn man sich mal den Markt rein anguckt, ist es natürlich auch Wahnsinn. Links seht ihr mal Google Trends zwischen 2017 und 2019, wie da quasi das Keyword CBD sich in Deutschland entwickelt hat. Parallel dazu einfach nur mal so, um zu sehen, wie hat sich das Keyword Tobacco entwickelt. Und man sieht, dass CBD tatsächlich ein exponentielles Wachstum hatte in den letzten 2,5 Jahren. Und man sieht halt ganz klar, das Interesse an dieser Substanz oder an diesem aktiven Active Ingredient oder Wirkstoff geht halt auch in Deutschland durch die Decke. Und interessanterweise war früher für mich immer die Frage, ist CBD nur ein kurzer Trend, wie es mal Chiasamen waren oder Goji-Beeren oder was auch immer? Oder ist das wirklich eine Sache, die hier ist, um zu bleiben? Und da habe ich mich damals sehr stark damit beschäftigt, so, was sind eigentlich Trends, die wieder verschwunden sind versus Trends, die gekommen sind, um zu bleiben? Und wenn man mal überlegt, was gibt es da so für Active Ingredients? Ein paar habe ich gerade genannt. Das sind halt Trends, die kommen und gehen, weil die halt auch nie eine bestätigte Wirksamkeit haben. Es gibt keine Studien zu Goji-Beeren. Es ist halt einfach immer nur, man vermutet, es kann helfen, aber man weiß es nicht. Während halt CBD für mich eigentlich immer eher mit Koffein vergleichbar ist. Koffein ist ein Wirkstoff, der in verschiedenen Formen da ist. Er ist quasi für Menschen frei erhältlich und der hat halt ein ganz klares Wirkungsprofil. Es macht einen wach und dementsprechend ist Koffein auch kein Trend, sondern es ist einfach eine Sache, die sich über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte durch Produkte durchgezogen hat und einfach ein komplett normaler Begleiter für den Menschen täglich geworden ist. Und ich glaube persönlich, CBD wird genau sowas werden. CBD ist vielleicht in gewisser Art und Weise sogar der Gegenspieler zu Koffein, während Koffein halt wach macht, aufputscht und quasi auch zu einem gewissen Maße nervös macht. Wenn man zu viel davon nimmt, ist CBD genau das Gegenteil. Es lässt einen fokussieren, es lässt einen quasi sich entspannen. Es führt dazu, dass quasi diese eben nervösen Enden im Nervensystem nicht so ausgeprägt sind wie ohne. Das ist wissenschaftlich eben in mehreren Studien schon dargelegt. Das liegt halt daran, dass der Mensch ein Endokannabinoid-System hat. Das hat jeder an sein Nervensystem angedockt. Und diese Rezeptoren in diesem Endokannabinoid-System, die reagieren mit CBD. Und dadurch kommen halt tatsächlich diese verschiedenen Wirksamkeiten zusammen. Und eine Studie zum Beispiel, die auch das sehr klar belegt, ist zum Beispiel, dass Epileptiker CBD nehmen, eben aus dem Grunde, weil diese nervösen Enden, die halt eben auch Epilepsie
großer Härte hervorrufen, eben durch CBD abgemildert werden. Und der starke Glaube durch die Studien ist auch, dass das in geringerer Dosierung eben auch im täglichen Leben helfen kann. Also von daher meines Erachtens eben nicht nur ein Trend, sondern tatsächlich etwas, was nachhaltig uns prägen wird. Und man sieht zum Beispiel gerade in den USA, der Markt 2018 war noch unter 1 Milliarde, 2019 war er plötzlich 5 Milliarden. Die Erwartungshaltung ist, dass CBD in den USA bis 2023 fast ein 25-Milliarden-Markt werden kann. Wenn man sich überlegt, wie klein der deutsche Markt gerade ist und wenn er einen ähnlichen Weg gehen sollte, kann das ein 8,5-Milliarden-Markt werden. De facto ist der deutsche CBD-Markt heute im gesamten Bereich über alle Unternehmen hinweg schätzt man so zwischen 50 und 70 Millionen. Also quasi noch ein Bruchteil von dem, was wir glauben, da eigentlich noch passieren kann. Von daher, neben der persönlichen Erfahrung, klares Rational, das ist ein Ingredient, was hier ist, um zu bleiben. Und was wir halt gesehen haben im Markt, und so kam halt auch die Idee zu Vai, wir sehen halt, es gibt halt keine wirklich seriösen Spieler im Markt, die wirklich wissenschaftlich fundiert Produkte entwickeln, die wirklich ein wissenschaftliches Team dahinter haben. Und da waren wir natürlich mit der Sanity Group, die schon ihre Wissenschaftler auf der medizinischen Seite hatten, prädestiniert, hier wirklich eine seriöse Marke zu machen. Was wir aber vermeiden wollten, und das ist, glaube ich mal, sage ich mal, unser mutigster Schritt wahrscheinlich gewesen, wenn man sich anguckt, welche CBD-Brands gibt's noch so, die kommen alle sehr medizinisch daher. Wir haben von Anfang an entschieden, wir wollen halt keine Ersatzmedizin sein, wir wollen ein Lifestyle-Produkt sein, wir wollen quasi ein täglicher Begleiter werden, der nicht medizinisch daherkommt. Und da ist wieder die Analogie zu Koffein. Es ist ein Ingredient, den nimmt man nicht so, den kann man in verschiedensten Formen einnehmen, sei es als Schokolade bei Koffein oder Kaffee oder Softdrinks. Und genauso glauben wir auch, wird einfach CBD ein normaler Bestandteil des täglichen Lebens werden können. Und dementsprechend wollen wir nicht medizinisch daherkommen, sondern eben lifestyleig. Und was wir halt eben sagen ist, CBD ist für uns das, was dich quasi gut fühlen lässt, ohne dich schlecht fühlen zu lassen. Und das ist natürlich so ein kleiner, gewollter Pun gegenüber anderen Dingen wie Alkohol und Drogen, wo man, sage ich mal, sich in dem Moment, wo man sie nimmt, gut fühlt, aber am nächsten Tag hat man meistens Hangover, man fühlt sich matt. Und was wir halt sagen, nimm doch lieber CBD, um zu entspannen, weil dort hast du all das Gute, ohne nächsten Morgen das Schlechte zu haben. Quasi bringing the all goodness, zero badness magic of CBD to the well-being category. Und das ist so ein bisschen auch der Kern von Vai, zu sagen, entlang unserer drei USPs, relax, recover, sleep, das sind so das, was wir sagen, das sind die drei Dinge, die man CBD zuschreiben kann, ist quasi das unser Kern. Hier brauchen wir gar nicht viel zu sprechen, also wir definieren uns selber als jung, wir wollen halt als jemand daherkommen, der halt weiß, worum es geht, der halt wissenschaftlich fundiert arbeitet. Trotzdem wollen wir halt dabei fun, witzig sein und eben wholesome. Auf der anderen Seite wollen wir eben nicht das, was viele andere CBD-Marken heute tun, das wollen wir eben nicht tun. Wir wollen nicht zu viel versprechen, also bei uns werdet ihr niemals auf der Website sehen, dass in irgendeiner Art und Weise unsere Produkte gegen Krebs helfen oder gegen Migräne helfen. Das werden wir nicht tun und dementsprechend dieses ganze Thema, wir sind nicht overpromising, wir sind nicht Pharma and Medical, und wollen halt nicht zu formell und langweilig sein. Und was wir auch sagen, wir sind halt nicht CBD-only, sondern wir machen halt immer CBD mit anderen Inhaltsstoffen, die halt tatsächlich auch noch andere Zwecke erfüllen. Vielleicht ganz kurz, das ist jetzt Relax, Recover, Sleep, sind unsere drei verschiedenen oder unsere vier verschiedenen bald Claims, die wir haben. Und ihr seht gleich schon auf der Hand der Produktverpackung jeweils diese Farbe steht jeweils für einen dieser USP. Alles, was Mint ist, steht für Relax. Alles, was blau ist, steht für Sleep. Und alles, was rot ist, steht für Sport und Recover. Das Gelbe ist quasi ein bisschen vorweggegriffen, das gibt's noch gar nicht, aber das ist quasi ein Sneak Peek nur für euch, was da eventuell noch in der Zukunft entstehen mag, nämlich Produkte, die dir helfen zu fokussieren. Ganz kurz noch vorweg, und das kommt jetzt auch quasi schon eine gute Überleitung zum Thema Shop und Shop-Systeme, unsere Anzahl an Produkten. Und das ist natürlich nicht ganz ohne. Ich komme selber aus einer Welt, wo wir bei Iconic ungefähr 40.000 Produkte auf der Website hatten, wo natürlich in erster Linie die E-Commerce-Herausforderung im Bereich User Experience ist, dass der Kunde sich gut durchnavigiert. Das heißt, eine Searchbar war unheimlich wichtig, eine schlaue Kategorisierung war sehr wichtig, sage ich mal, eine multivariablen Kategorisierung. Also man kann sowohl nach irgendwie Kleidern als Kategorie als auch nach Farbe oder nach Anlass sortieren. Das, was alles so wichtig war im Bereich E-Commerce Multibrand, gerade jetzt bei Zalando, Iconic als Beispiel oder auch About You und Home24, das ist natürlich bei uns ganz anders. Wir haben am Ende 8 Produkte in verschiedenen Variationen am Ende. Vielleicht werden es mal 10 oder 15 Produkte werden.
aber am Ende passen immer alle Produkte mehr oder weniger auf eine Katalogseite, was natürlich auch für die User Experience eine ganz andere Implikation hat, weil wenn wir quasi 1000 Kategorien jetzt erfinden würden und auf jeder Kategorie hat man gerade mal ein Produkt drauf und der Kunde sortiert danach und sieht immer nur ein Produkt, das wollen wir eigentlich vermeiden. Deswegen versuchen wir halt auch gerade in der neuen Website, die wir gerade entwickeln, zu schauen, dass wir eben diese wenigen Produkte, die wir haben, möglichst gut darstellen, gut präsentieren, viel Inhalt liefern und eben nicht rein transaktional sind und möglichst viele Produkte gleichzeitig zeigen, sondern wirklich die Produkte als Heroes sehen, die wir halt alle einzeln vorstellen und jedem Produkt halt seine Liebe geben. Und ihr seht quasi von Vape über quasi Schlafspray bis hin zu Sportgel, Badezusätzen, Massageöl ist ganz neu oder die Gummies, ich weiß nicht, ob ihr mich auf dem Video seht, aber die ich jetzt auch in der Hand habe. Das ist unser neuestes Produkt. Das sind quasi Gummies mit CBD und Süßholzextrakt drin. Das sind halt so die Produkte, die wir heute haben. Und jedes dieser Produkte hat halt eine ganz eigene Charakteristik. Was eben auch für unsere Frage, was für ein Shop-System nutzen wir am Ende und was für ein technisches Setup nutzen wir, unheimlich wichtig war, ist, dass wir uns von Anfang an als Direct-to-Consumer-Player gesehen haben. Also wir sehen quasi Marken im Markt, die ich auch gerade schon genannt habe, für die ist quasi ihr Online-Store ein Puzzleteil, was aber nur eins von 100 Puzzleteilen ist. Die anderen sind halt quasi Drogerien oder andere Online-Shops oder Amazon oder wie auch immer. Das ist nicht unsere Philosophie. Unsere Philosophie war immer, wir sind ein Online-First-Shop und quasi der Kunde soll direkt zu uns kommen, weil nur bei uns bekommt er den besten Service und wir lernen uns kennen. Und dementsprechend war die Priorität Nummer eins immer unser eigener Webshop, den ihr auch in der jetzigen Form da links seht. Und erst mit dem Erfolg dieses Webshops und der Werbung, die wir um den Webshop gemacht haben, kamen eigentlich fast automatisch dann, sage ich mal, so Windfall-Profits, wie man das so nennen möchte, dass halt ein Douglas uns vorgestellt wurde, der unsere Marke toll fand und sagt, endlich mal eine CBD-Marke, die nicht so komisch daherkommt, eine Flakon, die uns gut fand, ein Parfum Dreams uns gut fand und jetzt auch ein Zalando Beauty uns gut findet. Und dementsprechend ist das aber natürlich immer nur, ich will nicht sagen Beiwerk, weil das ist auch nicht fair, das so zu sagen, aber primäres Ziel ist tatsächlich immer, Traffic auf die eigene Website, eigenen Kundenstamm aufzubauen und wirklich eine Community zu bilden an Leuten, die auf unserer Website wirklich loyale Kunden zu uns werden und dann eben tatsächlich aber auch eben Leuten, die vielleicht online nicht so gerne shoppen oder quasi andere Shopping-Habits haben, denen natürlich auch die Möglichkeit zu geben, Beiprodukte zu kaufen und daher auch selektive Partnerschaft halt mit Partnern außerhalb unserer Website. Ja, was ganz interessant war, ich meine, ich komme von Rocket Internet, danach war ich lange Zeit bei ProSieben, habe dort den Inkubator in Berlin gemacht, da gab es so Firmen, die daraus hervorgegangen sind, wie Amorelie kennt viele von euch, die nicht durch ProSieben gegründet wurden, aber die wurden von uns damals begleitet als Inkubator von ProSieben. Valmano ist eine Firma, das ist ein Online-Uhren- und Schmuckhändler. Damals Discavo war noch einer, Petobel war noch einer und wir hatten damals ein schönes, Gemondo kennt vielleicht noch einige, ein schönes Sammelsurium an E-Commerce-Seiten gehabt. Und tatsächlich habe ich damals noch bei Epic meine Philosophie von Rocket Internet mitgenommen und habe damals gesagt, wir müssen alles selber bauen, weil nur der eigene Shop, die eigene IP, das ist das, was am Ende zählt. Wenn wir von Anfang an einen externen Shop nutzen und gar keine eigene IP haben, dann ist unser Geschäft langfristig nicht werthaltig und wir sind weniger flexibel. Und das war tatsächlich, muss ich sagen, bis 2018 eher, immer noch meine Philosophie, wo ich immer sagte, nein, wir kaufen nichts ein, wir nehmen keine Shelf-Ready-Platforms, wir machen alles selbst, weil nur das bringt uns die Agilität, die wir brauchen. Und ich glaube, das erste Mal habe ich umgedacht in dem Bereich, als wir damals bei Movinga uns überlegt haben, bauen wir eine eigene Plattform oder machen wir das Lead-Management über Salesforce. Ich habe damals gegen Salesforce gestimmt, mein CTO und mein CPO haben mich überzeugt, lass uns doch Salesforce machen und am Ende war ich komplett überrascht, dass es tatsächlich Tools gibt wie Salesforce, die Prozesse, die du normalerweise selber programmieren kannst, heute schon quasi per Drag and Drop ermöglichen und du mit einem minimalen Setup eigentlich eine riesige Range an Tools und Themen abdecken kannst. Und da war das erste Mal so ein bisschen, als ich mich gefragt habe, naja, vielleicht macht es doch auch Sinn, selektiv Tools zu nutzen. Und als wir dann quasi zu Sanity Group kamen und wir dort gegründet haben, habe ich auch tatsächlich mit Kevin, der bei uns für Technologie und E-Commerce zuständig ist, lange gesprochen. Und wir hatten halt tatsächlich uns sehr, sehr viele Themen angeguckt, von WooCommerce, BigCommerce, Wix, Squarespace, Magento, aber eben auch DIY, machen wir es selbst. Und
wenn ich mir überlege bei Iconic, allein die Tatsache, dass du eine neue Marketing-Landing-Page haben wolltest, und das war schon ein relativ standardisiertes Shopping-System von Rocket Internet entwickelt, das hieß damals Alice und Bob. Das war so ein bisschen das Alice das Frontend, Bob war das Backend in dem Rocket Internet Shopping-System. Alleine eine Marketing-Landing-Page zu bauen, hat damals 3 Entwickler ungefähr 4 Wochen gekostet. Also es war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jede kleine Änderung auf der Produktseite, auf der Shopseite, im Banner, jede kleine Änderung im System hat tatsächlich endlos Ressourcen gefressen und sehr viel Zeit. Und als ich das erste Mal mich mit diesen neuen Tools beschäftigt habe, von Magento über Wix bis hin zu Shopify, habe ich das erste Mal festgestellt, Wahnsinn, man kann quasi vielleicht nicht die gleiche Qualität, aber eine ähnliche Qualität mit deutlich weniger Aufwand hinbekommen und hat quasi eine Art 80-20. Und ehrlicherweise habe ich mich dann im letzten Jahr das erste Mal intensiv mit Shopify beschäftigt. Und wir haben uns dann am Ende entschieden, gegen all diese Marken, die ihr hier im Kreis seht, uns auf Shopify zu fokussieren, weil einfach ich das Gefühl hatte, bei Shopify ist die erste Lösung, die ich hier gesehen habe, die nicht nur fast genauso gut ist wie ein eigengebauter Online-Shop, sondern eigentlich besser ist, weil einfach die Geschwindigkeit, in der man Dinge bei Shopify umsetzen kann, plus der Tatsache, wie leicht es zu anzupassen ist auf eigene Bedürfnisse und man muss eben kein Experte und kein Programmierer sein. Das war am Ende das, was uns, glaube ich, überzeugt hat, Shopify zu nutzen. Und inzwischen bin ich sogar komplett 180-Grad-Drehung von früher. Ich kann es kaum verstehen, wenn ich einen Zalando sehe, der quasi im dreistelligen Bereich liegt bei Entwicklern, warum der eigentlich noch mit dieser Energie sein eigenes Shop-System hochhält, wo man doch wahrscheinlich letztendlich deutlich effizienter auf eine Plattform wie Shopify Plus springen könnte. Aber just putting it out there. Ich will jetzt niemandem Ratschläge geben, aber ich finde es einfach Wahnsinn, was sich in den letzten 5 Jahren in dem Bereich getan hat und besonders durch Shopify auch getrieben. Wenn man mal guckt, warum haben wir uns am Ende für Shopify entschieden? Ein paar Punkte habe ich gerade schon genannt. Am Ende war es natürlich die sehr einfache Implementierung und das Setup. Selbst ich und mein Team kann davon zu Leid berichten. Ich liebe es, selber rumzufummeln. Ich habe selbst bei Iconic damals noch eigene Google Ads und Facebook Ads erstellt. Und dasselbe tue ich jetzt tatsächlich auch noch bei Vai, wo sich mein Team immer wundert, wo kommt der ganze Traffic her? Und ich sage, ach, ich habe da gestern eine Facebook-Kampagne eingestellt. Und dementsprechend ist eigentlich Shopify für mich perfekt, weil selbst ich kann quasi theoretisch mich abends einloggen und neue Seiten anlegen oder Texte umschreiben oder halt nochmal irgendwie Dinge umstrukturieren. Und das ist tatsächlich eine komplette neue Welt für mich. Die habe ich weder bei Epic, also bei ProSieben, noch bei Iconic und Rocket so gehabt. Und das finde ich halt wirklich Wahnsinn, inwiefern hier die Sachen halt anpassbar sind. Und auch vom zweiten Punkt, wie sehr man sich halt upfront Investment spart. Also bis wir damals Alice und Bob für Australien angepasst hatten, hat es, glaube ich, 6 Monate gebraucht, bis wir den Shop launchen konnten. Shopify haben wir, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden in erster Rohversion damals im November gelauncht und dann im Februar quasi in der Version 2.0 besser. Was natürlich auch ein riesiger Vorteil von Shopify ist, ich meine, vielleicht predige ich auch hier zu den Leuten, die eh schon bekehrt sind, aber dieses endlose Marketplace-Thema, dass man einfach viele Tools hat, die per Drag and Drop einfach direkt zu implementieren sind. Es ist ein stabiles System. Ich erinnere mich doch damals bei Iconic, wir hatten irgendwie 4 DevOps-Leute, die ständig sicherstellen mussten, dass das System keine Downtime hat. Wenn TV-Spot lief, wurden alle höchst nervös, ob die Server auch halten. All das ist quasi komplett heute erledigt. Das zweite Thema, damals, als ich bei Iconic war, war gerade die Zeit, wo der Mobile-Traffic nach oben ging, weil die Leute TV geguckt haben, parallel an ihrem Handy gesurft haben. Auch das war damals eine riesige Herausforderung, noch in einem selbst programmierten Shop plötzlich eine Mobile-Version zu machen. All das ist bei Shopify quasi durch die Themes schon direkt abgedeckt. Also alles in allem bin ich inzwischen der festen Überzeugung, dass diese Möglichkeiten, die man heute hat als Plattform, deutlich besser sind als ein eigenprogrammierter Shop. Und innerhalb dieser Due Diligence der verschiedenen Shop-Systeme hat sich für uns damals aber Shopify als die beste Lösung rauskristallisiert. Die Punkte habe ich gerade genannt. Sicherlich haben auch die anderen Shops Stärken, aber für uns war damals am Ende vom Thema Preis-Leistungs-Verhältnis, Geschwindigkeit, Agilität, Kompatibilität mit anderen Tools und Handling einfach die Shopify für uns die beste Variante, um hier mit Buy durchzustarten. Wenn man sich dann anguckt, was war uns wichtig? Und eine Sache, die ich persönlich immer, die mich immer abgeschreckt hat bei Shopify, war, ich fand immer damals, alle Shopify-Shops sehen gleich aus. Also ich weiß nicht, ob sie einfach alles gleiche Theme benutzen und nicht genug Energie in die Anpassung stecken.
Aber so war eigentlich mein erster Gedanke von Shopify damals geprägt, wo ich sage, oh Gott, da sieht man doch sofort, dass es Shopify ist, das sieht mal irgendwie langweilig aus, sieht immer aus wie ein Standard 0815 deutscher Online-Shop. Und erst in dem Prozess der Auswahl eigentlich festgestellt hab, wie flexibel Shopify eigentlich heute ist. Also wie man tatsächlich auch komplett auf seine Marke gepolt Dinge anpassen kann, wie man die Themes miteinander kombinieren kann. Und was ihr euch natürlich vorstellen könnt, 60% von euch kennen CBD nicht oder haben es noch nicht probiert. Es ist natürlich ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und eben, wie ich schon sage, bei Zalando hat man wahrscheinlich inzwischen 100.000 Produkte, aber die sind mehr oder weniger zum Großteil selbsterklärend. Hier haben wir wenige Produkte, aber da braucht der Kunde wirklich Informationen. Der möchte wissen, wo es herkommt, der möchte wissen, wie es wirkt, der möchte wissen, was drin ist, der möchte idealerweise wissen, Social Proof, dass andere das auch nehmen, der möchte wissen, warum er das nehmen sollte. Und dementsprechend ist zum Beispiel eine Energie, die wir halt sehr stark investiert haben, seht ihr links, in unsere Produktseite geflossen. Jede unserer Produktseiten enthält quasi sehr viele Informationen von dem Produkt an sich oben. Dann seht ihr direkt darunter links, haben wir Playlisten bei Spotify eingebunden, die quasi so ein bisschen den Mut des Produktes auf den Kunden transportieren sollen. Also wir haben ja gesagt, Relax, Recover, Sleep sind unsere drei großen Claims. Und wir haben für jeden dieser Claims eben eine Soundcloud-Playlist erstellt. Und das zum Beispiel mit einzubinden in die Shop-Seite, wenn ich jetzt überlege, zur Iconic zurückdenke, das hätte wahrscheinlich meine Ingenieure damals vor unerfüllbare Herausforderungen gestellt. Ehrlicherweise auch nicht ganz fair, ist jetzt 8 Jahre her. Aber das geht heute einfach, kann ich selbst ich per Copy-Paste machen am Ende des Tages. Und was wir halt wirklich sehr stark als eben Setup gelegt haben, war, wir wollen einen starken Fokus auf Content Education, dementsprechend auch Magazin und Hanfwiki, seht ihr da auf der rechten Seite. Wirklich sehr, sehr stark innovatives Design und User Experience. Das war das, wo ich bei Shopify eigentlich am skeptischsten war, ob das überhaupt geht. Ich wurde da eines Besseren belehrt. Wir haben versucht, ein cleanes, aber doch ausreichendes Design und eine Content-Struktur zu erschaffen, die wirklich immer noch positiv wirkt. Und was wir halt eben auch mit diesen Playlists und Podcasts und so weiter haben, ist, wir wollten halt so ein bisschen Entertainment und Outside-the-Box-Solutions haben, wie zum Beispiel unsere Mood-Tapes, von denen ich gerade sprach, bei SoundCloud, aber auch Podcast-Sections, und eben unser eigenes Magazin. Und das geht natürlich alles relativ einfach innerhalb des Universums von Shopify so zu erstellen, was normalerweise natürlich deutlich mehr Aufwand und Gehirnschmalz bedeuten würde. Was nutzen wir für Tools? Das war natürlich eine sehr interessante Frage für uns auch, dass wir sagen, okay, es ist ja eben nicht nur die Website an sich, es sind natürlich auch verschiedene Tools, die dort mit reinfließen, die kompatibel sein müssen. Und wir haben, glaube ich, uns eine sehr, sehr spannende Tool-Landschaft erstellt. Wir haben Klaviyo hervorragend eingebunden als E-Mail-Service, der quasi perfekt mit Shopify interagiert. Wir haben mit Reviews.io, die wir jetzt implementieren, eine Review-Plattform, die sowohl quasi für Kunden, die nicht auf der Website Reviews abgeben, als auch für Kunden, die auf der Website Review abgeben, perfekt bei Shopify integriert ist. Wir haben alle unsere Zahlungsprovider, Klarna und Adyen über Wally eingebunden. Auch ein tolles Tool, was direkt einzubinden ist und letztendlich über Nacht eine neue Zahlungsmethode ermöglicht. Auch das aus alter Erfahrung, auch das mag heute anders sein, aber aus alter Erfahrung bei eigengebauten Shop-Systemen erinnere ich mich noch, dass jede Zahlungsmethode ungefähr 2 Monate Implementierung bedurfte. Heute quasi Adyen sagt zu, dass sie bei uns Kreditkarte machen und nächsten Tag mit 3 Klicks sind sie online. Das sind natürlich Themen, wo ich sage, da ist natürlich diese Plattform oder auch Shopify im Speziellen natürlich ein riesiger Vorteil. Was wir halt noch haben, wir haben halt Power BI eingebunden als BI-Tool, obwohl eigentlich Shopify ja schon sehr, sehr gute Reporting-Tools liefert. Wir haben mit Aftership eingebunden, dass der Kunde seine Sendung nachverfolgen kann. Wir haben mit Bilby alle unsere Prozesse, die Richtung Logistik gehen, abgedeckt. Wir haben mit Zenloop einen Provider, den wir eben über Bilby an Shopify angebunden haben, der unser Fulfillment macht. Mit Zen Fulfillment. Mit Zenloop haben wir unsere ganze NPS-Abfrage, die eingebunden ist in das System, und haben dementsprechend eine sehr, sehr spannende und meines Erachtens sehr, sehr runde Tool-Landschaft um Shopify und unsere Website herum gebaut, die halt tatsächlich auch dafür sorgt, dass insgesamt tatsächlich bei uns Vollzeit nur eine Person für den Shop zuständig ist, und dafür meines Erachtens sieht der Shop sehr, sehr gut aus. Das mag auch daran liegen, dass die Person natürlich sehr engagiert ist, aber tatsächlich, wenn ich überlege, dass wir bei Iconic ungefähr 60 Entwickler hatten, die deutlich weniger leisten können, als heute eine Person leistet, ist es natürlich schon auch für Shop-Betreiber ein Unterschied wie Tag und Nacht, hier auf solche Tools und auf so ein Setup zurückgreifen zu können.
Was ich dann überlegt, ich meine, das ist jetzt nochmal ein Thema, was natürlich speziell für uns sehr relevant ist, und das ist tatsächlich ein Thema, was auch mit Shopify nicht immer einfach war, kommen wir auch da nochmal zu. Wir haben tatsächlich natürlich drei, sagen wir immer, große Bottlenecks oder Säulen, die uns das Leben so ein bisschen schwer machen als CBD-Unternehmen. Ihr wisst ja alle, CBD ist ein Teil der Cannabispflanze. Cannabis ist tatsächlich immer noch auf einer, also Cannabis als Pflanze ist auf einer Liste der verbotenen Pflanzen. Weltweit gilt als Betäubungsmittel, gibt eine UN Narcotics Drug Convention. Und obwohl CBD per se kein Betäubungsmittel ist, gilt die Cannabispflanze als Betäubungsmittel. Und weil CBD nun mal Teil der Cannabispflanze ist, ist es tatsächlich so, dass eben Payment Provider wie PayPal Transaktionen mit CBD einfach nicht zulassen. Es gibt ein paar, die schaffen das mal wieder, die werden dann immer nach 2 Monaten rausgekickt von PayPal, dann schaffen sie es irgendwie da rein, aber genau genommen ist es keine nachhaltige Lösung. Und dementsprechend bei Payment Provider ist natürlich für uns ein riesiges Pain in the Ass, weil in Deutschland bezahlt man nun mal unheimlich gerne mit PayPal. Wenn ich mal gucke, unsere NPS, wieder der Link zu Zenloop, unsere NPS-Ergebnisse, wir haben NPS von 60 insgesamt, was ich super stark finde im Vergleich zu anderen Online-Firmen, in denen ich vorher war, auch im Vergleich zu Moringa, ist es ein sehr, sehr starker Net Promoter Score. Aber wenn man negatives Feedback liest, das meiste Feedback ist, warum erlaubt ihr keine PayPal-Zahlung? Wo ich sage, eigentlich müsste man jedem Kunden sagen, naja, ist ja nicht so, dass wir das nicht wollen, sondern es ist eher umgekehrt so, PayPal erlaubt uns nicht. Aber das ist natürlich eine riesige Herausforderung, die sich natürlich auch irgendwo wahrscheinlich in der Conversion Rate mit sicherlich 0,2 oder 0,3 Prozentpunkten halt widerspiegelt. Das nächste große Thema, und das ist natürlich für Online-Shops der absolute Killer, ist, gewisse Marketingkanäle gehen einfach nicht. Also Google als Marketingkanal ist quasi für CBD nicht nutzbar. Gleiches gilt für Facebook und Instagram. Da gibt's dann quasi so Gentleman Agreements, wie man ohne CBD zu erwähnen und ein bisschen vorsichtig und ein bisschen auf eine andere Landingpage und so weiter, ist dann doch irgendwo hinbekommt. Aber das kann man sich halt lange nicht so effizient vorstellen, wie ihr euch einfach eine Standard-SEM-Kampagne vorstellt. Das heißt also wirklich Traffic in den Shop zu schicken, ohne Google, Facebook und Instagram, ist natürlich eine riesige Herausforderung, weil auf der einen Seite muss man aufklären, auf der anderen Seite braucht man aber auch die Klicks, um überhaupt signifikant Traffic zu bekommen. Und wenn dann die größten drei Kanäle nicht verfügbar sind für einen, hat man natürlich ein großes, Problem. Und das nächste ist natürlich das Thema Delivery Channels, ist halt so ein bisschen die Frage, bei uns gerade das Thema zum Beispiel die Vapes. Die Vapes, die wir selber Diffuser Pens nennen, weil sie halt nicht unter das Tabakgesetz fallen, sind zum Beispiel eben, haben eine Batterie drin. Das heißt, diese Batterie, die hat andere quasi Regeln, wenn man was transportiert. Das gilt als Gefahrengut in gewisser Art und Weise, weil eine Batterie mit drin ist. Also auch das war wirklich nicht so ganz einfach für uns da zu navigieren. Und ich glaube, die Kombination aus, wenn man so will, Vape, Batterie im Transport, CBD als Inhaltsstoff und bei einem Produkt auch noch Melatonin als Inhaltsstoff. Da hat er quasi zu einer Kombination an Faktoren geführt, die uns das Leben unheimlich schwer machen. Weil es gibt auch ein paar Zahlungsprovider, die sagen, sie haben kein Problem mit CBD, aber sie erlauben keine Vapes. Die nächsten sagen, mit Vapes und CBD haben wir kein Problem, wir aber erlauben kein Melatonin. Das heißt also quasi, wir haben 10-mal mindestens geglaubt, jetzt endlich ein Setup gefunden zu haben. Und jedes Mal bei diesen 10 Malen war wieder irgendein Thema, was uns am Ende es schwierig gemacht hat, dort weiterzugehen. Wie haben wir das gelöst? Wir sind quasi, wenn man so will, den teuren Weg gegangen. Das ist natürlich der Benefit, wenn man VC-finanziert ist und, sage ich mal, genug Geld als Investitionsmöglichkeit hat. Wir haben halt eine komplette Ausweichstrategie gewählt und sind halt tatsächlich meines Erachtens einen sehr mutigen, hätte auch ein sehr dummer Move sein können, eben komplett unser Marketing nur für unseren Online-Shop aus dem Internet raus zu verlagern, in die quasi, in Anführungszeichen, echte Welt zu verlagern. Wer in Berlin wohnt, hat es vielleicht gesehen, also eigentlich in den Top 7 großen Städten konnte man uns quasi eigentlich gar nicht übersehen. Unsere Plakate hingen eigentlich an jeder Ecke, durch einen Deal, den wir mit Ströhr gemacht haben. Parallel haben wir mit TV angefangen, sind bei Pro7 Sat.1 mit drin, haben sehr viel Podcast gesponsert, was natürlich innerhalb der Corona-Zeit super war, weil Podcast-Hörerschaft nach oben geschnellt ist. Wir machen viel Influencer, aber genau genommen sage ich, wenn wir Google und Facebook machen könnten, dann wäre wahrscheinlich heute unser Umsatz 3-mal so hoch, wie er ist. Aber wie gesagt, wenn man so das sich als Ziel gesetzt hat, ein solches Produkt in den Markt zu implementieren und das halt wirklich eine Herzenssache ist, dann muss man halt leider mit dem Umfeld leben, was man nun mal hat. Und dementsprechend haben wir dort eine Ausweichtaktik gewählt, die halt dazu führt, dass wir halt quasi nur
oder hauptsächlich über Offline-Kanäle quasi Traffic auf unsere Website gespült haben. Was hat das zur Folge? Das ist, wie gesagt, das Schöne, wenn man quasi das Gleiche bei Google ausgegeben hätte, hätte man wahrscheinlich mehr Umsatz gemacht, aber weniger Brand Awareness geschaffen, weil ja Google halt eher, sage ich mal, ein responsiver Kanal ist. Die Leute wollen, wissen eh, was sie suchen und kommen dann auf einen, weil man eben hoch geboten hat. Es hat einen sehr geringen Brand-Effekt. Man hat das ja immer auch diese Funnel-Logik. Also man hat ja die Kanäle, die oben im Funnel sind, wo man viele Leute anspricht, die vielleicht gar kein Interesse haben. Das ist zum Beispiel typisch TV oder Out of Home. Und dann hat man halt unten im Funnel sehr, sehr wenig Leute, die aber genau wissen, was sie wollen. Das sind natürlich die effizienteren, wenn es um Marketing-KPIs geht. Wie gerade schon gesagt, die sind uns leider verschlossen, weil wir eben dort nicht bieten können. Sprich, man muss natürlich oben im Funnel anfangen, was aber eigentlich auch gar nicht schlecht ist, weil wenn man oben anfängt, ist es zwar teurer, weil man halt viele Leute anspricht, die es vielleicht noch gar nicht interessiert, aber wir bauen ja gerade einen Markt. Ich habe gerade gesagt, der Markt in den USA ist schon 6 Milliarden, in Deutschland ist er noch nicht mal 50 bis 60 Millionen, sprich, man hat halt noch viel aufzuholen und dementsprechend ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man mit so einem Produkt und so einer Message eben nicht nur bei Google die Leute abfischt, die eh schon Bescheid wissen, sondern tatsächlich auch das nutzt und tatsächlich eine breitere Gruppe darüber aufzuklären, was eigentlich CBD ist und was für Produkte wir haben. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich in diesem Relevant Set von Anbietern, die ich euch vorhin schon mal genannt hatte, da habe ich jetzt oben in der Liste CBD Vital vergessen, die sind aber auch so ungefähr auf der gleichen Höhe wie Nordic Oil, dass wir seit Start, der eigentlich so im Januar, Februar erst richtig war, es jetzt geschafft haben, uns im April, und es hat sich jetzt auch für den Mai durchgezogen und es wird sich auch weiter durchziehen, tatsächlich die meistgesuchte CBD-Marke in Deutschland zu sein. Und was da natürlich dann wichtig ist, ist natürlich SEO-Brand, ist ja eh klar. Also wenn die Leute uns googeln, dann stehen wir oben. Aber auch natürlich allgemein viel in SEO und Content zu investieren, weil wir nicht nur eben die Leute aufklären möchten und ausbilden möchten, sondern eben auch natürlich davon profitieren möchten, dass wir eine gute Google-Präsenz haben durch organische Suchergebnisse. Wozu hat das geführt? Hier habe ich jetzt in der Präsentation, damit ihr keine Screenshots macht, extra keine Daten angegeben. Allerdings kann ich, glaube ich, sagen, dass wir einen sehr, sehr, sehr guten April hatten. Wir haben tatsächlich im April, und das müsst ihr euch vorstellen, nur ein paar Monate nach Launch ungefähr 200.000 Euro Nettoumsatz gemacht, nur auf der Website. Also ein bisschen weniger nur auf der Website, ein bisschen B2B war auch dabei. Aber das zeigt uns letztendlich, dass der Markt da ist und dass letztendlich wir es auch schaffen, und das ist für uns natürlich ein sehr, sehr starker Punkt, es auch schaffen, durch diese eben eigentlich ineffizienten Kanäle, wie eben TV oder Out of Home, tatsächlich auch KPIs zu erzielen, die sich trotzdem lohnen. Es war halt immer so ein großes Thema, wenn ich mit anderen E-Commerce-Themen spreche, die sagen, lohnt sich TV für mich, das ist ja erstmal ein riesiges Investment, wer weiß, ob die konvertieren, wer weiß, ob die wiederkommen, man weiß ja sowas alles nicht. Und das war am Ende eine große Wette. Und was wir jetzt tatsächlich sehen, ist, dass diese Wette aufgeht. Tatsächlich treibt TV, Out of Home und der Mix an Podcasts und Influencer-Marketing tatsächlich sehr viel Traffic auf die Website, die halt mit einer durchschnittlichen Conversion Rate von über 2% auch sehr, sehr gut konvertieren. Das rechtfertigt dann natürlich auch die großen Ausgaben, zumal man immer bedenken muss, dass die meisten Leute, die einmal Gefallen an CBD gefunden haben, die bleiben dabei. Das gepaart mit unserem guten Net Promoter Score führt natürlich hoffentlich dazu, und wir sind jetzt sehr früh noch dabei, dass unsere Wiederkaufraten so hoch sind, dass wir auch langfristig nicht immer wieder das gleiche in Marketing investieren müssen, sondern dass tatsächlich durch die Wiederkaufrate am Ende auch unsere Marketing-Economics immer besser werden mit der Zeit. Aber derzeit, deswegen kennen wahrscheinlich uns auch so viele von euch, sind wir natürlich sehr, sehr aktiv unterwegs und versuchen gerade neue Kunden zu gewinnen und werden auch im Juli mit einer neuen Kampagne, die ein bisschen aufklärerischer ist, in den Markt nochmal gehen und werden halt dadurch auch versuchen, eben diesen Kuchen an potenziellen Kunden, die CBD interessant finden, halt stetig zu erweitern. Genau. Was kommt als nächstes für uns? Und da auch wieder natürlich super wichtig, wie das Tech-Setup dahinter ist, ist natürlich die europäische Expansion. Also wir haben immer gesagt, wir wollen eben nicht nur ein deutscher CBD-Player sein. Wir haben die Marke auch so aufgebaut, tatsächlich, und ich hoffe, das kriegt jetzt keiner einen falschen Hals. Wir haben immer gesagt, wir wollen halt nicht nur in Deutschland cool sein, sondern genau genommen, wenn unsere Produkte irgendwo in San Francisco im Shop stehen, müssen selbst da die Kunden sagen, wow, das ist ein cooles Produkt. Das ist ja bei deutschen Marken nicht immer so der Fall. Und dementsprechend war auch unsere Idee von Anfang an eben nicht nur in Deutschland zu bleiben, sondern auch in den Märkten, wo wir halt sehen, dass CBD auch ein Trendthema ist. Übrigens am meisten in der UK als englischsprachiger Markt, immer typisch Early Adopter, dass wir auch dort relativ schnell Fuß fassen.
Das heißt, unser großer Schritt ist jetzt quasi im nächsten Monat, Stichwort Payment Provider, ist wieder nicht ganz einfach, erstmal in die UK zu gehen, um dort halt eine ordentliche Präsenz aufzubauen, um dann im nächsten Schritt dann die Niederlande, Frankreich, Österreich und die Schweiz anzugehen. Und da ist natürlich auch wieder die Frage, ich kenne das auch noch von Iconic, ein Setup in verschiedenen Ländern, gerade wenn du so einen Markt wie die Schweiz auch noch dazu hast, der halt also one country, multi languages ist, du dann aber wiederum in Deutschland eigentlich das gleiche Thema hast, weil du inzwischen so viele Expats hast in Deutschland, die halt auch CBD kaufen wollen, dass du eigentlich auch hier einen englischsprachigen Store brauchst und dass du letztendlich einen französischsprachigen Store für die Schweiz brauchst, aber auch einen französischsprachigen Store für Frankreich, der aber wiederum andere Zahlmethoden am Ende hat, weil in Frankreich nicht die gleichen Zahlmethoden sind wie in der Schweiz und auch eben die nicht die gleichen rechtlichen Voraussetzungen, sprich der französischsprachige Store in der Schweiz muss auch andere Formulierungen teilweise bei Artikeln haben und andere Inhaltsstoffe als der französische. Das heißt, das ist natürlich eine riesige Komplexität, weil man halt Standort und Sprache hat und eben innerhalb der Standorte noch die verschiedenen rechtlichen Voraussetzungen. Aber auch hier haben wir festgestellt, dass Shopify zwar nicht perfekt ist, weil eben in den USA, da wo Shopify geboren wurde, gibt es diese Problematiken nicht und dementsprechend war Shopify nie perfekt auf Multilanguage eigentlich gebaut. Inzwischen ist es deutlich besser geworden und wir sehen halt jetzt, dass tatsächlich uns auch viel Arbeit dadurch erleichtert wird. Und dazu komme ich gleich, dass wir uns jetzt entschieden haben, auf Shopify Plus zu gehen, weil eben Shopify Plus gerade im Bereich Checkout und Payment-Methoden eine deutlich höhere Flexibilität liefert. Nur mal so als Beispiel, die meisten deutschen Shops, die nur PayPal und Kreditkarte haben, die nutzen eigentlich den gleichen Shop für Deutschland und Österreich, weil am Ende des Tages natürlich beide Länder sehr ähnlich sind. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem Österreicher zu nahe, wenn einer dabei sein sollte, aber die Länder meines Erachtens sind sich sehr ähnlich. Die Sprache ist die gleiche, die Währung ist die gleiche, die Steuer ist der gleiche Steuersatz, sprich viele gehen eigentlich dazu, über den gleichen Shop zu haben. Bei uns ist es etwas komplizierter. A, hat Österreich andere CBD-Rechte und Richtlinien als Deutschland, sprich man muss doch ein bisschen anpassen. Und das Zweite ist zum Beispiel, bis vor kurzem war Klarna unser einziger Zahlungsanbieter, weil eben Kreditkarte und CBD auch nicht immer so ganz einfach ist. Wiederum, das, was ich vorhin gesagt habe, Vape, Melatonin und CBD ist eine schlechte Kombi. Wenn man einen Payment-Provider sucht, kann ich aus eigener Erfahrung definitiv so sagen. Was aber natürlich sehr interessant ist, ist, dass mit Shopify Plus man quasi so flexibel ist, dass die eigentliche Kernseite die gleiche bleiben kann, aber wenn sobald die Adresse Österreich ist, wird zum Beispiel Klarna im Checkout nicht angezeigt, während in Deutschland, wenn die Absenderadresse des Besuchers Deutschland ist, dann wird Klarna halt angezeigt. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wofür man sonst in anderen Setups für jedes Land und jede Landsprachenkombination eine eigene Seite hätte bauen müssen, die ganz anders ist, während man hier zumindest Großteil zusammenfassen kann und einfach nur ein Multilanguage Filter braucht auf der eigentlichen Seite und am Ende halt nur im Checkout individualisiert, weil gerade die Zahlungsmethoden in den verschiedenen Ländern so ein bisschen gerade bei CBD die schwierigste Frage sind. Gut, dann last but not least, was kommt als nächstes? Shopify Plus, fange ich mal rechts an, habe ich gerade schon erwähnt. Warum? Wir sind tatsächlich der erste CBD-Shop in Europa, der Shopify Plus nutzen darf. Zuerst wollte Shopify das eigentlich nicht, dass CBD-Firmen auf Shopify Plus erlaubt werden. Nachdem sie uns kennengelernt haben, haben sie wohl doch festgestellt, dass wir eigentlich ganz nette Jungs sind und auch seriös daherkommen und auch nicht ganz so Cowboy-mäßig unterwegs sind wie vielleicht manche andere Spieler. Von daher sind wir halt sehr stolz, die erste Firma zu sein zu dürfen im Bereich CBD, die Shopify Plus in Europa nutzt. Da sind wir gerade dabei, das auszurollen. Und gerade beim Thema Internationalisierung mit den flexiblen Checkouts ist es natürlich für uns eine super Chance, hier auch den Shop aufs nächste Level zu ziehen. Wir haben mehr Flexibilität. Wir haben tatsächlich eben Checkout, habe ich schon erwähnt. Wir können den Tech-Manager in den Checkout packen. Wir haben eine bessere Scalability, gerade wenn unsere Umsätze steigen. Wir haben irgendwann eine bessere Anbindung von unseren Fulfillment-Providern. Sprich, also wirklich ein großer Vorteil, den wir uns von Shopify Plus dort erhoffen. Und was wir halt eben auch machen, und das ist jetzt der nächste Schritt für uns, trotzdem ich Tante.de super finde, haben wir uns entschieden, mit einer New Yorker Agentur auch eine neue Website zu bauen. Die Agentur heißt Verbal and Visual. Und dort bauen wir gerade wirklich eigentlich so ein bisschen the best of both worlds, also eine komplett individuelle Website mit eigenen Theme, die halt wirklich nochmal die Shopify Shopping Experience auf nächste Level heben wird und sich auch deutlich von anderen E-Commerce-Shops in Deutschland absetzen wird. Ob sich das auf die Conversion Rate positiv oder negativ auswirken wird,
schafft mir manchmal schlaflose Nächte, weil Deutsche sind Gewohnheitstiere und wenn plötzlich so ein E-Commerce-Shop ganz anders aussieht als das, was sie gewöhnt sind, dann äußert sich ja schon manchmal gerne ein schlechter Conversion Rate. Von daher, das ist noch so ein bisschen mein Bauchkrummeln, was ich dabei habe. Aber an sich sagen wir, wir wollen mit Buy eine innovative Marke sein, wir wollen neue Wege gehen, wir sind für die Pioniere, die halt auch neue Dinge ausprobieren und dementsprechend ist auch ganz klar unser Ziel, halt nicht nur einen Shopify-Shop zu machen, der aussieht wie alle anderen, sondern wirklich eine Shopping-Experience zu liefern, die sie so individuell aussieht, als ob es ein eigener Shop wäre, aber tatsächlich das kombiniert mit Shopify Plus, glauben wir, ist eine Power-Combination. Aber eben solche Sachen gehen nicht schnell. Also das ist jetzt insgesamt ein 8-Monats-Projekt gewesen, was letztes Jahr schon angefangen hat. Der Launch wird wahrscheinlich jetzt im Juli stattfinden, wenn quasi das Team die Deadlines hält, die sie mir so versprechen. Aber dementsprechend glaube ich, wir haben da unheimlich viele tolle Sachen in der Pipeline und haben halt letztendlich ein Setup für uns gefunden, das funktioniert. Und was auch interessant ist, wir wollen auch noch eine zweite Marke lancieren, später dieses Jahr, die halt ein ganz anderes Segment hat, die auch andere Produkte anbietet, nämlich eher im Bereich Kosmetik geht, aber auch sehr auf CBD fokussiert, aber eine ganz andere Marke. Und was wir halt jetzt auch machen, wir bauen ein Setup mit Shops, was quasi auch für weitere Marken, die wir dann eventuell lancieren. Also wir wollen jetzt nicht 10 Marken machen, aber vielleicht machen wir irgendwann 3. Vielleicht noch eine, und es wird für viele vielleicht auch was eine Neuigkeit sein, aber der neueste Schrei in den USA ist gerade CBD für Tiere. Tatsächlich ist es sogar so, dass der Markt von CBD für Menschen sogar nochmal gewachsen dadurch ist, dass quasi er für Tiere groß geworden ist, weil tatsächlich man kann an seinen Tieren den Effekt von CBD bemerken. Gerade für Hunde, die stark bellen und die quasi immer nervös sind und aggressiv sind, hat CBD in verschiedenen Studien gezeigt, dass diese Hunde deutlich beruhigter sind, weniger bellen, weniger angespannt sind. Und weil einfach das so leicht zu beobachten ist durch die Herrchen und Frauchen, dass die Hunde plötzlich ganz anders und umgänglicher sind, ist natürlich so ein bisschen immer der Gedanke bei Menschen zu sagen, Mensch, wenn es für meinen Hund funktioniert, funktioniert es bei mir wahrscheinlich auch. Und dieser Glaube daran, dass wirklich der Wirkstoff seinen Sinn erfüllt, ist ein großes Thema, weswegen wir halt auch nach wie vor darüber nachdenken, noch eine Tiernahrungsmarke einzuführen. Und da ist uns halt wichtig, dass wir ein skalierbares Setup haben, wo wir einfach die neue Designwelt jeweils auf dieses Shopify-Setup packen und dort auch neue Märkte und Marken lancieren können, die quasi im Frontend für den Kunden ganz anders aussehen, aber im Backend am Ende komplett wieder zusammengeführt werden, über einen Fulfillment-Provider gehen. Und das ist halt so ein bisschen die Herausforderung, die wir jetzt die nächsten Monate haben. Aber da freuen wir uns drauf und wir glauben, wir sind erst am Anfang. Und jetzt, sage ich mal, bin ich auch schon fertig. Ich habe, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht als gedacht. Aber jetzt quasi, wenn ihr noch Fragen habt oder wir noch diskutieren wollen, feuerfrei für alles das, was jetzt eventuell noch von euch an Fragen oder Anregungen kommen mag. Aber erstmal danke. Sehr gerne. Ich habe mich mal wieder dazugeschaltet. Finn, riesen Dank im Namen wahrscheinlich aller, die jetzt gerade zugucken. Es war sehr, sehr, sehr spannend und cool. Danke dir auf jeden Fall, dass du auch so ein Deep Dive gemacht hast und die Präsi auch entsprechend so tiefgehend auch auf Shopify, die Apps, die er nutzt. Witzigerweise auch einige von denen, die uns hier bei dieser ganzen Konferenz unterstützt haben. Bilby zum Beispiel war ja auch letzte Woche sehr präsent bei den ganzen Direct-Consumer-Brands und Reviews.io. Auch einer der Supporter. Da kommen auch gleich noch ein paar Fragen in die Richtung, warum die und nicht andere. Da gehen wir dann gleich mal in die Fragen rein. Ich würde sagen, wir können jetzt auch den Screen einmal, wir lassen das mal ganz kurz, dass alle Leute auch nochmal sehen, wie ihr entsprechend auf Instagram heißt, damit man euch folgen kann und wie du auf Instagram heißt, damit man dir folgen kann. Denk dran, du wolltest noch den Gutschein nachher gleich Teilen. Ich kann jetzt eigentlich dann mache ich jetzt quasi. Genau, ich habe den Screen mal ausgemacht bei dir, sodass du dann entsprechend jetzt wieder uns hier auch mit beobachten kannst. Cool. Sehr, sehr ist cool. Die Fragen kommen langsam rein. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die auch gerne. Und ich bin gerade irritiert, weil du in meinem Namen schreibst, aber das. So, also der Code ist drin. Stellt gerne alle eure Fragen, die ihr habt. Das ist die Chance, jetzt eben Finn zu fragen. Es sind einige Fragen reingekommen, da können wir ganz gerne mal schon mal reingehen. Eine generelle Frage zu euch und dem Y-Team. Wie groß ist das Y-Team, fragt Tobias? Ja, also grundsätzlich so, das Sanity Group Team sind ungefähr 60 Leute inzwischen. Wir sind heute offiziell umgezogen in unser neues Büro am Gendarmenmarkt, sind auch sehr happy. Allerdings noch nicht physisch da. Wir machen noch Homeoffice. Davon ungefähr knapp unter 30. Also ich würde sagen, 25 Leute sind wir bei Y. Der Rest ist quasi medizinisch beziehungsweise Holding.
Und wenn man sich bei Weil mal reinguckt, wo sind da die meisten Mitarbeiter? Ich glaube, das größte Team bei uns intern ist das Marketing-Team. Das haben wir inzwischen, sage ich mal, in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Das eine ist das Thema Campaign, das ganze Thema Social Media, Newsletter und quasi alles, was quasi redaktionelle Themen angeht. Dann haben wir das Team Online-Marketing. Das ist quasi eigentlich die traditionellen Kanäle und eben das Team Brand. Das würde ich mal sagen, sind ja knapp unter 10 Leute, ein bisschen weniger doch. Dann haben wir das Thema Produktentwicklung. Das ist auch ein großes Team bei uns. Das sind inzwischen 4 Personen. Das geht wirklich darum, und das meine ich ja auch wirklich, das ist ein Differenzialpunkt für uns von anderen Wettbewerbern. Wir designen unsere Produkte selber, wir entwickeln die selber, wir überlegen wirklich, welche Stoffe passen zusammen. Also passt Melatonin zu CBD, passt Vitamin B6 zu CBD. Das heißt, das ist nochmal ein großes Team. Dann haben wir das ganze Thema Operation Supply Chain, das besteht aus 3 Leuten. Das ganze Thema Anbindung eben Zen-Fulfillment an Shopify und also alles, was man sich im Bereich Supply Chain Operations halt vorstellt, auch neue Supplier zu finden für unsere Produkte. Und dann eben das letzte Team ist Business Development. Das ist auch ein super wichtiges Team für uns, weil das quasi, wir haben ja auch einen eigenen Shop, der war damals in der Schönhauser Allee, jetzt kommt er an den Gendarmenmarkt ins neue Büro unten rein. Das heißt, der Shop soll betrieben werden, aber auch parallel suchen wir natürlich immer nach Kooperationen wie Douglas oder eben Flaconi oder Parfum Dreams oder Zalando Beauty und so weiter und so fort. Und das ist halt nochmal ein größeres Team an mehreren Leuten. Und dann haben wir natürlich noch Designer, wie alle, und Copywriter, weil eben, wie gesagt, ein Schwerpunkt auf Content ist. Aber ja, ich würde mal sagen, so wahrscheinlich 22 Leute sind wir bei Weil. Das ist so roundabout, kommt das ungefähr hin. Ja, sehr cool. Bei dem neuen Shop, den ihr macht, nutzt ihr dann auch direkt das Shopify POS oder... Wollen wir, das ist die Idee dahinter. Wir machen jetzt auch gerade, implementieren eine ERP-Solution, Xentral heißt die, und da wollen wir halt schon schauen, wie wir jetzt tatsächlich eben auch das Thema, gerade wenn kleinere Shops bei uns bestellen wollen, dass nicht jedes Mal wieder irgendwie, also gerade gutes Beispiel ist, weil wird von immer mehr Apotheken proaktiv nachgefragt, was für uns halt super ist, weil das natürlich auch zeigt, dass unsere Produkte halt mit all den Ergebnissen und den Labortests, die wir dazu haben, auch von der Pharma-Community angenommen wird. Aber die bestellen natürlich sehr kleinteilig. Und da ist natürlich so ein POS beziehungsweise ein Backend, wo der Händler direkt bestellen kann, natürlich super. Und dementsprechend gucken wir da gerade nach Lösungen, wie wir das am besten implementieren können. Okay, sehr gut. Wir machen mal weiter mit den Fragen. Unbekannt fragt, was ist die Situation rund um Legalität? Stichwort Novel Food. Ich höre immer wieder, es gibt noch keine Zulassung für Nahrungsergänzungsmittel. Wie ist da der aktuelle Stand? Löst sich das Problem kurzfristig? Nee, kurzfristig nicht. Nehme ich mal vorweg. Also Legalität ist ein Thema, wo ich sehr, sehr starke Meinung habe. Novel Food ist kein Gesetz. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es ist eine Verordnung der EU, die sagt, dass neuartige Lebensmittel sicher sein müssen und dementsprechend angemeldet werden müssen. Das ist eine Empfehlung an die Länder. Das interpretieren die Länder verschieden. Österreich sagt, ist uns egal. CBD ist erlaubt. Wir folgen dieser Empfehlung der EU nicht. Die Holländer sehen es genauso. Die Engländer sehen es genauso. In England kannst du in jedem Supermarkt CBD-Lebensmittel kaufen. Von Schokolade bis hin zu Brause gibt es alles mit CBD. Deutschland hat sich das einfach gemacht. In Deutschland ist das sogenannte BVL dafür zuständig. Das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die haben sie es von daher einfach gemacht, dass sie selbst keine Entscheidung getroffen haben, sondern gesagt haben, also die EU empfiehlt das. Wir sprechen auch eine Empfehlung aus, also wir glauben auch, es ist nicht verkehrsfähig, aber wir überlassen die Entscheidung den Behörden. Und so ist es quasi, dass am Ende jede Behörde, und in Berlin ist es nicht die Behörde Berlin, sondern die Behörde Pankow, die Behörde Kreuzberg, die Behörde in Neukölln, die Behörde Charlottenburg, jede einzelne Behörde, also jedes Veterinäramt an sich, darf die Entscheidung treffen, ob die Produkte verkehrsfähig sind oder nicht. Und in unserem Fall ist es die Behörde in Pankow, weil dort sitzen wir noch. Mit der haben wir von Anfang an einen Dialog gehabt, ob unsere Produkte verkehrsfähig sind oder nicht. Wir haben einen sehr starken Standpunkt. Wir haben offiziell akkreditierte Labore, die sagen, dadurch, dass wir ein Vollspektrum-Hanfextrakt nutzen und kein CBD-Isolat, ist es akzeptabel, unsere Produkte derzeit so in dem Markt zu haben. Es ist für uns nur für 2 Produkte relevant. Es sind die Kapseln und das Schlafspray. Alle anderen Produkte sind ohnehin Kosmetika. Selbst das Mundspray ist Kosmetikum. Sprich, diese Produkte sind alle komplett sicher. Die Vapes habe ich schon angesprochen, auch kein Lebensmittel. Die Vapes gelten auch nicht unter das Tabakgesetz, weil kein Nikotin drin ist. Sprich, also alle unsere Produkte sind komplett sicher. Die einzigen, die unter Novel Food fallen könnten, wären die Kapsel und das Schlafspray.
Und selbst hier, wie gesagt, werdet ihr auch sehen, wenn ihr mal auf die Verpackung guckt, es ist zwar CBD drin, wir loben es aber nicht aus, weil das ist schon tatsächlich auch ein Punkt, der für Behörden sehr wichtig ist. Sobald man es auslobt, setzt man einen Fokus auf das CBD und dieser Fokus auf CBD, der lässt sie eher das Richtung Novel Food interpretieren, als wenn kein Fokus drauf ist. Dementsprechend werdet ihr auf unseren nicht oder auf unseren Nahrungsergänzungsmitteln immer nur Vollspektrum Hanfextrakt finden und CBD ist ein Teil davon, aber unser Standpunkt ist, und den vertreten wir auch durch verschiedene Institutionen, Hanfextrakt war eine Sache, die wurde schon seit Jahrhunderten in Deutschland, Europa genutzt und dementsprechend ist der Hanfextrakt an sich kein Novel Food. Dass CBD drin war, ist schon immer so gewesen und dementsprechend, solange das CBD nicht extra isoliert ist, ist es für uns kein Novel Food und mit der Linie fahren wir derzeit ganz gut. Es ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt, hört man da raus, auf jeden Fall viel Politikum und ja, aber spannend, cool. Lasst uns weitergehen. Christine von Uschi hat übrigens schon ganz am Anfang dich gegrüßt und hat auch direkt zwei Fragen. Hat auch direkt zwei Fragen gestellt. Wenn ihr quasi Unterwäsche braucht, kauft bei Uschi. Also kann ich nur jedem empfehlen. Also ich persönlich nicht, aber ich kenne das von vielen meiner weiblichen Freundinnen, die ganz begeistert sind. Sehr gut. Warum nutzt ihr Reviews.io und nicht Trustpilot? Ja, also wir haben tatsächlich uns verschiedene Sachen angeguckt. Wir haben mit Ecomi gestartet, quasi als externes Tool, wo man quasi außerhalb der eigenen Website die Reviews hinterlassen kann und haben Jotpo auf unserer eigenen Website genutzt, wo man halt die Website-Reviews nutzen konnte. Und am Ende sind wir mit dem Setup eigentlich ganz gut gefahren und haben dann irgendwann trotzdem mal eine proaktive Nachricht von Leuten von Reviews.io bekommen. Und am Anfang habe ich so ein bisschen abgehakt unter Sales-Klimbim und was man ja bei LinkedIn nun mal so bekommt jeden Tag. Habe mir das aber mal angeguckt und habe es dann an Kevin, der bei uns das Thema E-Commerce macht, weitergegeben. Und tatsächlich haben wir Reviews.io, fanden wir sehr, sehr spannend aus verschiedenen Hintergründen. Also einmal, dass es halt eben sowohl auf der eigenen Website als auch extern quasi das abdeckt, dass sie ebenso wie Trustpilot und Ecomi halt auch ein Google-Partner sind, wo halt auch irgendwann die Reviews bei Google synchronisiert werden und dementsprechend auch das für SEO und irgendwann vielleicht auch mal SEM große Vorteile hat. Und am Ende nach Abwägen aller Punkte war auf jeden Fall das Reviews.io das deutlich bessere Setup als die Kombination von Ecomi oder Trusted Shops und Jotpo. Wir sagen, besser alles aus einer Hand und auch zentrales Reporting. Ob Trustpilot jetzt das gleiche abdeckt und genauso skalierbar ist, ehrlicherweise, das ist genau das Level, wo sie mit sich denn tatsächlich Kevin tiefer beschäftigt hat als ich. Also was jetzt genau gegen Trustpilot spricht und für Reviews.io in dem direkten Vergleich, kann ich nicht sagen. Was ich nur sagen kann, ist, dass im Vergleich zu unserem vorherigen Setup, nämlich Ecomi plus Jotpo, am Ende ein Tool aus einer Hand, alles aus einer Hand quasi, das für unsere Bedürfnisse besser war als zwei verschiedene Tools. Und am Ende hat Kevin da eine Analyse gemacht, die über Kosten, Funktionalität, Flexibilität, Agilität und so weiter und Service ging. Und am Ende haben wir uns für Reviews.io entschieden. Wenn du jetzt aber genau fragst, warum nicht Trustpilot, kann ich dir genau die Antwort darauf leider nicht geben. Trustpilot ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter als Reviews.io. Was ganz spannend ist als Feature, was ich so auch das erste Mal bei Reviews.io gehört habe, ist interessanterweise, dass du rauslesen kannst automatisch, wenn ein Influencer bei dir gekauft hat und kannst dann entsprechend proaktiv diese Leute auch ansprechen. Das heißt, das ist eine ganz spannende Art von Marketingmaßnahme, um dann halt entsprechend proaktiv halt irgendwie, wenn du merkst, dass, und bei euch ist ja Influencer-Marketing wahrscheinlich nochmal wesentlich wichtiger als in anderen Kanälen, eben weil du gesagt hast, dass Facebook, Instagram, Google und alle euch quasi derzeit aktuell noch wegen den CBD und bannen, ist das natürlich eine spannende Sache. Also das war das eine Sache, die ich ganz spannend fand bei Reviews.io. Trustpilot natürlich vielleicht generell als Plattform auf jeden Fall bekannter, aber genau, also dann eine weitere Frage, die auch in eine ähnliche Richtung geht, zu den Tools. Christine fragt auch, macht ihr Basket- und Customer-Lifetime-Analysen mit welchem Tool? Also das müssen wir sagen, momentan nutzen wir dafür Power BI, sprich also alle Daten, die wir aus Shopify und Google Analytics ziehen, kommen in Power BI rein und dort quasi und auch Zenloop, eigentlich alle Daten, die wir aus den verschiedenen Quellen ziehen, kommen in Power BI, so eine Art eigentlich Mini-Data-Warehouse für uns. Und dort gucken wir dann auch die Kohortendaten an. Also sprich, wir sehen genau, wie viele Leute kamen im Januar zum ersten Mal, wie viele von den Leuten im Januar zum ersten Mal kamen im Februar wieder, im März wieder, im April wieder und so weiter. Und das kenne ich noch aus meiner Rocket-Internet-Zeit. So bin ich quasi groß geworden im E-Commerce.
diese schönen Diagramme mit quasi den Matrizen, wo halt hier die Kohorte und hier die Monate sind, wo man dann halt schön die Daten rausliest. Und das haben wir halt in Power BI aufbereitet und zieht sich halt aus den Shopify und Google Analytics Daten. Also da haben wir halt so ein bisschen so ein selbst zusammengebautes Setup. Sehr cool. Mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wahrscheinlich müssen wir jetzt so zwischengrätschen. Ich will dich nicht weiter zu sehr aufhalten. Es ist 7 nach schon. Wir sind 7 Minuten drüber. Fragenmäßig genau haben wir, glaube ich, das Wichtigste alles soweit abgedeckt. Wichtig nochmal hier natürlich den für alle die 60% unter uns, die noch keine CBD-Produkte genutzt haben, hier nochmal den Code bei Family und Friends notieren, damit man entsprechend die Produkte vielleicht mal ausprobieren kann. Ich weiß, Philipp Westermeier hat im Podcast auf jeden Fall die Badebombe gefeiert. Ja, das ist auch mein Lieblingsprodukt, ne? Also ohne jetzt zu viel Werbung machen zu wollen, aber die Badebombe, da ist das CBD halt im Kern drin und das wird sich ja halt nicht in der Badewanne auflösen, sondern es ist halt so ein Cremekern und mit dem cremt man sich dann ein, während man in der Badewanne sitzt. Also das ist mein absolutes Entspannungsprodukt. Also von daher verstehe ich die Begeisterung. Super, alles klar. Finn, besten Dank, dass du die Zeit genommen hast, nicht selbstverständlich an einem Freitagnachmittag, kurz vorm Start ins Wochenende. Aber danke dir auf jeden Fall auch, dass du quasi das Grand Finale repräsentiert hast oder personalisiert hast hier von unserer Merch Inspiration Live, unserer allerersten Merchant Inspiration Live Konferenz, die allerletzte Ausgabe. Finn, riesen Dank, dass du dabei warst. Es gibt nochmal hier als kleine Anmerkung für alle, die dabei waren, alle Teilnehmer, am Ende auch nochmal eine kleine digitale Teilnehmertasche. Also guckt dann nochmal die Tage in eure Postfächer rein. Genau, Finn, riesen Dank. Ich wünsche dir, letzte Worte noch. Sorry, da ihr quasi alle E-Commerce-Experten seid, also was uns natürlich immer freut, also ob ihr nun den Code nutzt und kauft oder nicht, gerne Feedback zum Shop. Also wir lernen nie aus, wenn ihr irgendwie Feedback habt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Also nichts ist besser als echte Kunden, die Feedback geben und die den Sachen auffallen auf der Website. Also von daher, wie gesagt, keine Werbung. Ihr müsst den Code nicht nutzen, aber wenn ihr auf der Website seid und euch was auffällt, bitte sagt's, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, die beste Art von Market Research, die man machen kann. Und ab August dann wahrscheinlich der neue Shop. Genau, ab August der neue Shop, genau. Sehr gut. Alles klar, Finn. Hat Spaß gemacht. Ja, es war sehr, sehr cool, es war sehr informativ. Ich habe jetzt auf Enden geklickt, aber es sind noch 10 Sekunden, die auf jeden Fall wir hier im Webinar verharren. Das heißt, noch ein letztes Mal in die Kamera.